Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Risen 3. Wir befinden uns noch hier auf Dingsdibums auf Takarigua und sind hier in dem ehemaligen Piratensümpfen unterwegs und haben gerade einige Schätze ausgegraben, die von, wie sagen wir es nett, wenig wert waren. Eine rostige Gabel und ein Handspiegel, um es zusammenzufassen. Böser Golem. Einzelne sind leichter zu töten als eine Horde. Bösartiger, wildgewordener Arschlochviecher. Yeah, 50 von 50. Yay. Yeah. Und dann auch beim ersten Versuch direkt hier die super komplizierte Kombination rausbekommen. Ja. Runenmagie können wir nicht mehr. Schade. So, Voodoo-Zauber finden wir überhaupt nicht. Das ist aber schon das zweite Mal, dass wir Höllenhund finden. Spring in meine Klinge, Dämon! Boah, das hatten wir bisher gar nicht. Bitch-Move von den Hunden. Drecksvieh. Yeah, ich kann Härte steigern. Nahkampf und Einfluss. Also müssen wir wieder 5000 zusammen haben. Hallo, Junge. Ist das mein Schiff da hinten? Gut möglich. Geisterpilz. Geisterpilz. Müssen wir mit denen tun, wenn wir es ihnen nicht zeigen würden. Schattentöter. Yay, Achievement. Ich will der Allerbeste sein, wo keiner vor mir war. Singen kann ich nicht. Auch wenn es ein Gedicht ist. Nett. Hier muss es garantiert auch irgendwo einen Teleporter geben in der Ecke. Wollte ich noch nicht so weit weg. Gut gemacht. Danke. Ist so nett von dir. Hat richtig weh. Also wie der weggefetzt ist. Der kleine Chihuahua, der. Na toll. Na gut. Goldherz, Goldpfanne.
Schlangenwurz. Besser als im Furz. Pups die Pups. Natürlich. Hab voll drauf gehalten. Soll ich ihn dabei schief machen? Falsch machen. Hui, hüpf, 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 wildes Rumgespringe. Schatzi, schenk mir ein Foto. Scheiße, jetzt habe ich mir die Uhrzeit nicht gemerkt. Beziehungsweise die Zeit der Episode, timermäßig. Ein Schädelbecher. Sollte jeder zu Hause haben. Wer weiß, was für Vorlieben die Gäste haben. Ach, das ist der Turm, deswegen sieht die Mauer so komisch aus. Das da halt so komisch aus. Aber hinein geht's da nirgends, oder? Sieht aus wie mal die Tür, aber... Psst, nicht so gruselige Geräusche. Spät in der Nacht hier. Halb zwölf, 20 vor 12. Kann ich so einen gruseligen Quatsch nicht gebrauchen. Das Grauen aus der Tiefe. Hä? Wo sind jetzt die anderen Quests mit den komischen Idioten? Egal, die finden wir schon. Schon ein bisschen aufgeräumt. Das kitzelt mich hier am Hals. Unheimlich. So, schauen wir uns noch mal ein bisschen um. So, da ist der kleine Kamerad. Fragen wir mal, ob er noch ganz sauber tickt. Ich habe deinen Schatz gefunden. Und? Spann mich nicht auf die Folter! Und wie viel Gold sprechen wir? 1000? 10.000? Jetzt sag schon! In der Truhe war nur ein Spiegel. Ein Spiegel? Das kann nicht sein! Du musst die falsche Truhe erwischt haben. Warum sollte mein Vater einen Spiegel vergraben? Er hat mir gesagt, er hat den größten Schatz versteckt, den ein Mensch je zu Gesicht kriegen kann. Er muss hier also irgendwo sein. Zur Not graben wir die komplette Insel um. Mir nach! Oh Mann, die Weiber werden sich um mich reißen. Ich heirate gleich am besten 3 oder 4. Ich weiß, was dein Vater meinte mit dem Spiegel. Das
sein Sohn sein größter Schatz war. Weil wer in den Spiegel blickt, sieht den Schatz. Ach ja. Ich bin mir sicher, hier ist der Schatz. Gold, Rubine, Edelsteine, das alles wird uns gehören. Also schnapp dir deine Schaufel und heb ein paar Löcher aus. Irgendwann stoßen wir schon noch auf die richtige Truhe. Das führt zu nichts. Gib es auf. Hey, du kannst doch nicht so kurz vor dem Ziel ans Aufgeben denken. Ich kann. Puh, gib schon her die Schaufel. Ich zeig dir jetzt, wie ein echter Pirat das macht. Wirst schon sehen, ich finde den Schatz, bevor du bis drei zählen kannst. Verdammt! Ich buddel jetzt schon seit Stunden und habe nichts, aber auch rein gar nichts gefunden. Dabei hätte ich längst auf einen Berg voller Münzen stoßen müssen. Was du nicht sagst. Moment! Was? Was ist das? Eure Reise ist zu Ende. Mein Sohn hat versagt. Er hat meine Hinterlassenschaft nicht zu würdigen gewusst. Er wird mir ins Schattenreich folgen. Vater! Was? Nein! Nun zu dir. Sag, hast du erkannt, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann? Ja. Ich bin es selbst. Deine Antwort war weise. Der Spiegel zeigt unser Ebenbild. Und unsere Existenz ist wertvoller als jede Münze, die wir tragen können. Zum Dank will ich dir diesen Diamanten überreichen. Deine Reinheit soll dir ein Zeichen auf deinen Wegen sein. Leb wohl, Mensch. Oh Mann, was für eine Geschichte. Das war jetzt echt abgefahren. So. Ja, die Mampf war aber leider kein Sammlerstück. Sondern nur Plunder. Nicht gedacht, dass das so endet. Nee, und das Ding, dieser Schatten Dings können wir wohl auch nicht so anfangen. Unmagiri klingt sicher. Ohrringe haben wir auch nichts Neues gefunden und na, das ist auch eher ein Witz. Okay. Die Fuegos Leiche. Okay. 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 Auf zum Schiff. Ich denke, jetzt können wir so langsam wieder aufbrechen. Und unser erstes Ziel wird erstmal Kila sein. Um unsere Ausbildung fortzuführen, wie damals einst ein junger Padawan, der seine Ausbildung pausieren musste, um seine Freunde zu helfen, weil aber zum richtigen Zeitpunkt zurückkehrte, um sie zu beenden. Gott, war das viel groß. Können wir unser Boot irgendwie aufrüsten? Ja, Mann. Nie taucht es vor uns auf, aber diesmal. Ist da wahrscheinlich ganz woanders. Nee. Da ist es. Oh Gott, ist da kein Schaden genommen.
Fuck. Na, das wird ein Kampf. Was ist das denn? Da war es auf 360 Grad hoch. 180 Grad. 360 wäre irgendwie schwassig. Würde aber garantiert schön aussehen. Und weg ist es wieder. Automatisch schießen. Sehr cool, mein Gott. Scheiße. Wir hätten die Insel dahin gemacht. War nicht gut, dass wir so viel Schaden haben. Damit so ein bisschen. Das aber wirklich mehr Schaden hat, sonst wird das echt eng.
Oh, Junge. Ob das nicht eine Schlacht war. Wieder 1000 Ruhm. Die Ungeheuer sind echt mies. Mann, Mann, das war knapp. Ich dachte schon, dieses Mal erwischt uns das Biest. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Seeungeheuer. Ja, ich auch. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Captain. Das war eine Meisterleistung. Das muss ich dir lassen. An deiner Seite zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein, wir leben doch noch. Ist doch klasse. Mach ruhig weiter so. Mir gefällt's. Ah. Hast du nichts zu tun? Ja, alles klar. Okay. Hier, wir können die Magier mal fragen, was er von der Insel hält. Was denkst du über diesen Ort? Dieses Dschungelvolk finde ich amüsant. Die glauben wirklich an den Unsinn, den sie da predigen, oder? Gut, sie können ein paar tolle Zaubertricks, aber reichen die wirklich, um die Geschicke der Welt beeinflussen zu können? Offensichtlich. Bones. Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Wie ich schon sagte, zeige es einem Schamanen. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann. Bis dahin sammle weiter schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Okay. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Ich zeige es dir auf deiner Karte. Boah. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Danke. Du hast einen Schrumpfkopf am Gürtel. Komm mit. Sich. So, Kila. Gucken wir erstmal, vielleicht können wir auch ein paar. Können wir jetzt hier diesen Dings erlernen. Totenbeschwörung. Stimmt, und wir müssen noch lernen, wie man das alte Wissen liest. Vorher kommen wir nicht zu der mächtigsten Hike, der Kieler. Und da wollen wir ja schließlich irgendwie hin. Bin wieder da, hallo. Was die Voodoo-Kontrolle angeht. Die Geheimnisse der Kieler sind wieder sicher. Ich habe den Verräter aufspüren können. Gut, Gutscho. Ein großer Verdienst für unser Volk. Jetzt weißt du, wie leicht unser Voodoo missbraucht werden kann. Hier, du hast dir dieses Kipawa verdient. Du hast bewiesen, dass du verantwortungsbewusst mit Voodoo umzugehen vermagst. Ich werde dir die Kunst der Lebensübertragung beibringen, wenn du das möchtest. Kannst du mir... Frag Hoshi, dann wird... Ich möchte mehr über Nekromantie lernen. Dies ist mächtiges Voodoo, Hoshi der Kieler. Konzentriere dich auf einen frisch erlegten Leichnam und wirke dieses Voodoo. Wenn du es richtig gemacht hast, wird er an deiner Seite kämpfen. Versuche dies nicht an solchen, die dir lieb waren. Von ihrer Seele ist dann nicht mehr viel übrig. Ich habe nicht genug. Todeshauch. Zieht deinen Gegner Lebensenergie ab und fügt sie dir zu. Ja, ist jetzt nicht so. Kannst du mir... Frag Hot. Voodoo-Magie steigern.
Ich möchte die Voodoo-Magie besser beherrschen. Chi, du hast es verstanden. Schau, dass es keine Erklärung dazu gibt. Meistermagier, Kampfmagier. So gut bin ich auch nicht. Magie, 50 Nahkampf, Talismane herstellen. Ich habe nicht genug Gold. Fokus lernen. Was macht das Steigern der Astralsicht eigentlich genau? Rückschlag, Todeshauch, Spla, Pestwolke. Lass uns handeln. Na, was hast du da noch? Zwei Jadesteine. Hiruto. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Wann immer du sie brauchst, komme zu mir. Doch nutze sie für das Gute, Gucho. Denn wisse, schwarze Herzen stärken deinen Körper, jedoch verdunkeln sie deinen Geist. Denke immer daran und verlasse nicht den Pfad der Menschlichkeit. Nur so wirst du am Ende deine Erlösung finden. Das ist mein Ziel. Pestwolke, Astralsichten, Todesblutes. Alchemisten. Exil ist tot. Chi, die Krankheit aller Gucho's war sein Verderben. Aha, und das wäre? In eurer Sprache nennt man es Gier. Verstehe, aber nicht jeder ist so. Chi, und doch tragt ihr sie in euch. Ob sie ausbricht, entscheidet ihr selbst. Auch wenn Exil seinem Stamm viel Kummer bereitet hat, so ist sein Tod ein großer Verlust. Ich werde unsere Kiki bitten, dass sie seinen Übergang in die Schattenwelt vorbereitet. Geh nun, Gucho. Okay. So. Nun geht's weiter. Auf. Ich glaube, Tanaris. Ja, die Insel der Magier. Aber ich glaube, wir machen vorher erstmal noch einen Ausflug zu einer der beiden Inseln aus den DLCs. Aber ich und Kamil verabschieden uns hier jetzt aus der Episode von Wizen 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und zugesagt. Sonst lasst einfach mal einen Kommentar da und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wizen 3. Also, bis dahin wünsche ich alles Gute auf eurem Lebenswege.